Willkommen zurück zu einer neuen qualvoll wilden Folge Resident Evil Village auf dem Schwierigkeitsgrad Dorf der Schatten. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die tapferen Menschen, die das letzte qualvolle Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ein Gewinnspiel läuft und zwar könnt ihr zweimal dieses Spiel gewinnen, einmal für die PlayStation 4 bzw. 5 und einmal für die Xbox. Dafür einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Und jetzt geht's weiter. Im Leben wie im Tod preisen wir. Hallo? Es ist gefährlich hier draußen. Was zum... Hey, hören Sie mich? Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein, halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? Okay, die alte Baba Yaga mal wieder hart am Durchdrehen. Und ganz am Ende. Bossfight gegen Mama Miranda. Da wissen wir ja, dass die alte Hexe auch Mama Miranda ist. Also man sieht sie ganz kurz, wie sie sich in die Alte verwandelt und sagt, ey, yo, wenn ich will, dann kann ich alles sein. So, diesmal bin ich ein wenig schlauer und nehme direkt hier das Geld mit. Dann hier ist noch ein bisschen was, hier drüben eine Notiz, aber die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Also wie gesagt, diesmal wird es deutlich zügiger gehen. Obwohl, wer weiß, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Warte, war hier nicht noch irgendwo ein Edelstein an der Decke? Konnte man hier nicht noch einen Edelstein runterschuten? Ich weiß es gar nicht mehr. An den Geldsack kann ich mich auf jeden Fall gut erinnern. Weil hier in dem Gebäude habe ich ja ewig gesucht. Wohin? Wie geht es weiter? Was muss ich tun? Naja, egal. Später kommen wir eh nochmal hin. Aber ich glaube, hier war doch irgendwo oder was in der Kirche. Also in der Kirche war definitiv ein Stein. Soweit ich mich noch daran erinnern kann. War hier hinten noch irgendwas ums Eck? Nö. Auf der anderen Seite ums Eck? Nö. Also wir brauchen auf jeden Fall Heilung. Heilung ist das Wichtigste überhaupt in diesem Durchgang, denn wir sind schon wieder quasi tot. Also uns geht's echt nicht gut. Munition ist nicht so relevant im Moment. Aber halt Heilung, Heilung, Heilung. Ach, sieh mal an. Gar keine Ziege drin. Okay, die Ziegen sind übergreifend, wie es scheint. Alles klar, gut zu wissen. Na, hier vorne kommen wir jetzt auch noch nicht ran. Später dann. So. Ja, später machen wir nochmal diesen Check-up im Dorf. Da laufen wir dann nochmal durch alles durch. Die Brunnen und so wissen wir jetzt, wie wir rankommen. Aber das wird alles noch ein bisschen dauern. Genauso wie hier oben. Hier ist auch noch eine Tür. Aber dafür brauchen wir den Schlüssel. Aber die Kirche, die geht. Das nehme ich mal mit. So, hier war doch ein Stein drin. Hier oben. Ein Kristallfragment. Und damit wäre die Kirche jetzt schon sauber. Wir können hier noch eine Karte angucken. Ist aber unwichtig. War nicht hier auf dem Dach noch eine Ziege? Auf dem Dach der Kirche? Wahrscheinlich haben wir die wirklich alle weg. Also wenn du die Ziegen einmal runtergeschossen hast, dann sind sie erledigt. Okay. Werwölfe in meiner Nachbarschaft. Na, schau mal, hier ist noch ein bisschen Schrott.
Können wir direkt hier nach oben. Schon verrückt, wenn man weiß, wie das Spiel so ist. Wie man die Story ganz anders wahrnimmt. Boah, die Stelle hasse ich. Weil man die echt nicht sieht hier im hohen Gras. Alles klar, wir rennen einfach durch. Renn, 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 renn. Lad durch, lad durch, lad durch. Lad durch, lad durch, lad durch. Okay, der eine ist tot. Gibt Geld. Wenn auch nicht wirklich viel. Boah, das ist noch einer. Jetzt kommt Opi noch dazu. Da hinten noch einer rum. Okay. Naja, Geld ist gut. Geld ist auch wiederum Heilung. Moin! Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey, was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Okay, alter Mann. Einfach cool bleiben, ja? Einfach cool bleiben. Ich meine, wenn die Flinte hier ein paar Upgrades bekommt, wird sie auch nochmal ein bisschen stärker und besser, ne? Noch ist nicht alles verloren. Klo. Das gute alte Chemieklo. Rettet mir mal wieder die Nüsschen. Na dann, Leute, kommt rein. Kommt, alles gut. Los, schnell. Wurde aber auch Zeit. Gern geschehen. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Na los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Er hat ja auch nur dumm dagegen gehämmert. Woher soll man wissen, ob es ein Mensch ist oder ein Werwolf? Gleich sind wir in Sicherheit. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei still! Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Ein Freund. Hau ab. Vater, um Himmels Willen, lass uns rein. Nein, sie riechen das Blut. Es ist zu gefährlich. Mein Vater stirbt hier draußen. Ist nicht mein Problem. Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein. Ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh!
Tja. Wenn Elena dir vertraut, dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Warte hier. Ich sehe nach den anderen. Ich meine, wir wissen ja, dass derjenige, der die Kontrolle über den Schimmel hat oder der das Ganze verursacht, sich ja eine Welt zusammenspinnen kann, wie er will. Und wir wissen ja auch, dass zum Beispiel die Familie Baker konsumiert wurde. Denn es gibt ja diese Szene, wo wir dann mit Jack Baker zusammen sind und er sagt dann so, yo Junge, wir sind keine Monster und sie hat uns verändert, sie hat uns alles genommen, sie hat uns in sich aufgesaugt und so weiter und so fort. Und ja, da wissen wir dann, dass der Wirt, ich nenne es einfach mal Wirt, alles bestimmt und jeden Menschen konsumiert und verändert. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte! Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan, setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann. Stopf dir das Maul, Roxana! Das reicht. Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein, nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir für ihn. Für uns alle. Ja. Kommt. Kommt her. O Allmächtige, hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Nein! Vater! Elena, nein! Nein, lass mich los! Nein! Wir werden uns töten! Wir müssen weg! Elena?
Ich sagte aufhören! Oh Gott. Es tut mir leid, Vater. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, nicht! Du kannst nichts tun! Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen! Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden! Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide. Wir müssen hier raus. Jo, das müssen wir. Das müssen wir, mein Freund. Die Transformation war schon irgendwie echt übel. Kann man hier eigentlich noch irgendwas an Loot finden? Weil hier war ja ein Raum, wo mir immer irgendwas gefehlt hat. Da will ich mich mal ein bisschen umsehen, was das denn sein könnte. Hier waren wir auch drin. Hier hatten wir dann die Schublade. Irgendeine von denen. Geld. Hier habe ich noch nicht so gründlich gespielt am Anfang. Autoschlüssel. So, können wir hier aufklippen. Dankeschön. Schrotflintenmunition. Okay, dann hätten wir schon mal den Raum hier. Aber wo ist beim anderen Raum irgendwas? Hier fehlt uns was. Ja, wir wissen ja, dass der Megamyoziten am Ende auch das Bewusstsein konsumiert. Deswegen macht ja Mama Miranda den ganzen Schmuh. Wir hier durch. Kraut. Alright. Das hat mir immer gefehlt, glaube ich. Deswegen haben wir hier immer einen roten Raum gehabt von außen. Mist. Aber wir kommen ja nicht das mehr rein ins Haus. Aus. So, my friend. Auch eine geile Idee, ne? Hier rauszukommen. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Ich denke, in Teil 9 werden wir dann Rose spielen. Und es wird bestimmt einen Teil 9 geben, weil man merkt ja richtig, das Ding ist nicht abgeschlossen. Da kommt noch irgendwas. Und Chris Redfield müsste ja dann schon ein alter Mann sein. Ich meine, wie alt war die Kleine? Vielleicht 15, vielleicht aber auch schon 18, 20? Weiß man, wie alt Rose ist? Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Dann eben nach oben. Komm hoch. Schnell. Schnell weiter. Und wenn irgendwas vom Schimmel... Und atme nicht den Rauch ein. ...noch übrig ist... Aber danke. Nett von dir. Dann könnte rein theoretisch... Ja, hoffentlich. Wenn wir herauskommen, stelle ich euch vor. ...auch noch irgendwas von Ethan übrig sein. Das wäre schön. Komm, es hält. Da, so kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance, es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh. Elena, nicht! Das ist nicht mehr dein Vater! Elena! Oh. Er hat mich erkannt! Vater! Du bringst dich noch um! Nicht bewegen! Los! Nimm meine Hand! Geh, Ethan! Rette deine Tochter! Elena, du schaffst das! Nimm meine Hand! Scheiße! Nein!
Wieso müssen alle sterben? Das ist einfach nicht fair. Und ihr atmet schön den Rauch ein. Ich meine, das zieht ja alles nach oben. Wieso müssen immer alle sterben? Ich versteh's nicht. Was verstehst du nicht? Der ganze Kack geht jetzt wieder von vorne los. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Fuck! Erstmal mit der Klumphand voll dagegen geschlagen. Muss richtig schön wehtun. Ja, also, wie gesagt, es könnte noch ein bisschen Ethan übrig sein, denn könnte ja sein, dass irgendwo im Organismus, wenn da noch was übrig ist, keine Ahnung, aber wir kennen es ja, Capcom, Resident Evil, die holen immer wieder irgendwelche Leute aus der Versenkung. Dann könnte noch ein bisschen Ethan übrig sein und aus Schimmel könnte ein neuer Ethan gebastelt werden. Hallo? Der Dorfjunge. Nicht! Mutter Miranda! Hey! Wer war... Was war das? Mama Miranda. Ups. Läuft erst mal hier voll gegens Tor. Hier konnte man sonst nichts mehr, ne? Wenn man hier irgendwo ums Haus herumlief, da war auch noch was. Ziege war hier. Ja, die sind echt weg. Wenn man die einmal weggeshootet hat, dann sind die Dinger weg. Gibt's irgendeine geile Belohnung, wenn man alle Ziegen findet? Bestimmt. So, hier habe ich alles weggeschossen. Keine bösen Werwölfe mehr. Außer in dem Schwierigkeitsgrad hauen die dir noch ein paar um die Ohren. Ey, yo! Granny! Der Tod, ja. Der Tod findet sie alle. Alles klar. Dann mal du mal weiter hier. Im Dreck. So. Ich brauche einmal das hier. Hier geht's wohl zum Schloss. Yes. Und einmal in die Fratze des Dämons. Perfekt. Nur Blut und Tod. Na dann. Stirb, Vogel! Nicht erwischt. Es gibt nämlich auch Punkte, wenn man Vögel tötet und die geben Geld. Also genauso wie in Resident Evil 4. Damals immer schön mit der Flash die ganzen Raben weggeholt. In Resident Evil Zero sind Raben die letzten asozialen Dreckmonster. In Teil 4 sind sie Beute. Und jetzt hier in Village auch wieder Beute. Der Weg der Raben. Alles klar, da bist du drin, mein Sohn. Da bist du drin. Hier im Schloss hatten wir eigentlich auch fast alles. Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich sie kennen? Oh. Du bist nicht von hier. Umso besser. Du wirst Mutter Miranda gefallen. Auf zu jammern. Wir sind fast da. Oh.
Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlasst den Sterblichen dem Haus Dimitrescu und ich verspreche euch, dass meine Nächte los sind. Du meinst... Schnauze alle beide! Was? Wo? Ihr wollt doch bloß allein mit ihm spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiert. Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst die Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschweißt wäre. Werd doch größer. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Ha. Lycans und Gentlemen, danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du hörst, Ethan Winters. Los geht's. Nein! Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, Showtime! Run for the border, my friends! Verfluchter Mist! Run for the border! Gut so! Lauf um dein Leben! Okay, hier schon mal nicht lang, aber hier. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Weiter so, Ethan. Konnte man hier was looten? Nein, konnte man nicht. Oh, du schon wieder, ha? Ich meine, was der Mann alles einstecken musste. Also man konnte sich da schon denken, yo, der muss aus Schimmel bestehen. Du lebst noch? Beeindruckend. Shit. Der muss einfach aus Schimmel bestehen. Eine andere Möglichkeit gibt's da gar nicht. Shit. Moin, Jungs, na? Beachtlich. Die Geschichten über dich sind also wahr. Oh, die Geschichten? Du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Okay, wir können nichts zerstören. Donner und Moreau wollen unterhalten werden. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Geht doch nichts über frisches Hackfleisch! Das war knapp. Warte, haben die vielleicht Rose? Was war das denn für ein Spruch? Moment mal, haben die vielleicht Rose? Hä? Könnte es sein? Möglicherweise, eventuell? So, alles mitgenommen. Das Todeslabyrinth. Kann man hier hoch? Nee. Ah, Moment mal. Hier bin ich ja wirklich später drin. Das habe ich auch gar nicht realisiert. Später kommt man hier nochmal hin. An genau diesen Ort. Und kann nochmal looten.
So, hier ist nothing. Kann ich jetzt hier ran? Was eine Tür, meine Freunde. Ah, frische Luft. Ah, raus hier aus dem alten Müffelkeller. Ob ich beide treffe? Ein. Zwei. Und was hast du für mich? Wo ist der andere? Der ist weg. Ja, es gibt eine Herausforderung. Raben abschuten. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, Sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Alles klar. Für dich auch. Da ist ein Geschenk für dich angekommen. So, wir können das hier vercheckerlechen. Na schön. Und wir sollten halt gucken, dass wir sie hier verbessern, die Waffe. So schnell wie möglich. Aber wir haben nichts Geld. Ah, wir können Vielen das hier wieder Dank nehmen. Für deinen Einkauf. Die gibt's ja kostenlos. Ja. Bam. Ja. Bam. Ja, Munition ist eigentlich egal im Moment. Oh, den nehme ich aber mit. Da hattest du ein Auge drauf, was? Ach, und wir können die hier haben. Sturmgewehr. Kann ich auch Sturmgewehrmunition kaufen oder herstellen? Flintenmunition, Scharfschützenmunition. Ich meine, Sturmgewehr ist ja ganz nett, aber es bringt mir gar nichts, wenn ich, ja, keine Muni dafür habe. Wir können es auch jetzt schon mitnehmen. Warum kann ich hier nur 5 mitnehmen? Abbrechen. Hals und Beinbruch. Ja, der Duke ist so einer der letzten großen Geheimnisse. Ich meine, wer ist er? Warum kann er sich so frei bewegen? Ich meine, schaut euch an, wie fett der Typ ist. Also niemals. Und das wird alles gezogen von diesem armen Tier hier. Ein Pferdchen soll den Karren und den Typen da ziehen. Das arme Tier. Das arme, arme Tier. Einige sagen, der Duke ist auch irgendwie ein Erzeugnis von Miranda und wäre vielleicht auch einer der Barone. Also hätte ein Baron werden sollen, einer von den 4. Aber er kennt ja den Händler aus Teil 4. Und er weiß ja auch sonst Dinge, die er irgendwie aus der Außenwelt weiß. Ah, der ist schon sehr skurril. Und am Ende fragt ja Ethan... Ja, sag mal, wer bist du eigentlich? Und er sagt so, boah, wenn ich dir das nur beantworten könnte. Das übersteigt selbst mein Wissen und er weiß ja eine Menge. Duke, ein Gentleman durch und durch, der eine Menge weiß. Und er sagt ja auch, boah, das übersteigt selbst mein Wissen. Es gibt sogar eine Herausforderung, wenn du jedes zerstörbare Fenster im Schloss zerstörst. Dann gibt's auch nochmal hier ein kleines Leckerli. Alright, geht's hier durch? Ne, von der anderen Seite verschlossen. Mal hier noch ein bisschen demolieren. Die Fenster hier gehen nicht, weil der Stahlvorhang sie schützt. Hello? Ladies? Hm? Huh? Ja, und wie lange ist Mia schon weg? Es sind so viele Sachen noch offen. Ich meine, wir finden zwar Mia später wieder, aber wirklich klug sind wir trotzdem nicht. What?
Suchst du nach Rose? Männliches Blut. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ah, gut. Dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Hey. Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Hey. Lass mich... Runter! Dieser verdammte Booty! Ja, die ganzen Verletzungen sind ja später auch alle weg. Also, zumindest auf der rechten Hand. Ich meine, hier reißt ja komplett die Hand durch. Hier ist eh egal, das Ding ist durch. Aber später ist die Hand ja wirklich wie neu. Die sind doch völlig krank. Oh, ja, Wunderwodka. Gib mir die Wodka. So, geht wieder. Pflaster drauf, alles easy, alles gut. Ist man dann eigentlich auch voll geheilt an dem... Ja, das ist nett. Weinglas nehmen wir mit. Sind wir hier auch durch. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine kleine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!